Jo, hi, zurück zu Assassin's Creed. Also wir sind hier in der eigentlich Duat von, ich habe jetzt vergessen, wem eigentlich. Auf jeden Fall müssen wir irgendwie so zwei Augen beschaffen. Und die sind hier irgendwo. Also ich laufe mal durch. Also im Übrigen, ich habe hier die Karte, bin ich mal eben abgeritten. Und da sind so ein paar coole Sachen. Also da hinten ist so ein Tower, den sollten wir auch vielleicht nochmal klar machen. Hier irgendwie so eine Spitze von so einem Berg. Und wir sind aber jetzt auf dem Weg hierher. Und schauen mal, ob wir das mal eben kurz easy hinkriegen. Nee, da waren wir hin. Sorry. Oh, das ist mitten in so einem Lager, oder was? Nee, ich muss durch den Lager durch. Abendlager vorbei. Okay, ich hoffe, die kommen nicht hinterher. Brauchen wir nämlich jetzt nicht. So, mal gucken, was das ist. Eine Höhle, oder was? Upsi. Schlitter. Lass mal gucken. Das war's schon? Nee. Das kann's doch nicht gewesen sein. Achso, hier durch. Oh. Wir hüpfen einfach mal in die Dunkelheit rein. Keinen Gott. Keinen Gott bei den Sternen ohne eine Gefährtin an seiner Seite. Darf ich deine Gefährtin sein? Aber nicht. Oh, kaputt. Okay. Das ging ja. Geht's auch wirklich darum, dass ich hier durchgehe? Ich weiß es gar nicht. Nö, gar nicht, ne? Sehe ich das noch nicht? Ja, ich muss hier durch. Okay. Auserwählter des Re. Sein Diener stürzt sich auf dich mit seinem Joch. Okay, eifrig darum ging's. Sei deine Klinge, Mundschenk. Das war gut. Wie komme ich hier wieder raus? Einfach hochkrabbeln. Ja, und jetzt da durch, oder? Irgendwie. Na komm. Tap, tap. Wer sieht's? Ich nicht. Einfach hier durch. Bayek. Oh, gar nicht da durch. Hier lang. Und dann hier hoch. Ist einfacher. Okay, so, das war das. Und ich komme auch in den Sand hoch. Krabbeln? Nee, ein bisschen Steine hochkrabbeln. Okay, so, das war das Ding Nummer 1. Was ist das hier eigentlich? Übelst die Hyänen oder was? Ja. Wo ist denn das zweite? Sag mal, geht's noch? Achso, keine. Denn du bist mächtig in deiner Sicht. Du bringst meinen Geliebten dem Frieden näher. Schling, schling. So, komm, ich habe eigentlich keine Zeit für dich. So, wer kann mir jetzt sagen, wo es lang geht? Oh, was ist denn hier eigentlich passiert? Okay. Naja. Übelst die Kohle abgezogen. Ja, das bringt es jetzt hier nicht. Also ich reite mal da hinten weiter. Da mittendrin. Lass mal kurz gucken, ist da irgendwas Spezielles? Ja, unter anderem dieser komische Stützpunkt. Na gut, ich weiß aber nicht, ob das wichtig ist. Wir müssen in die Höhle rein, denke ich, oder? Kleine Höhle drunter. Nicht erwischen lassen.
Ja, musste ja auch nicht. Jo, voll besetzt, alles klar, alles easy. So, wie wär's denn mal? Okay, hinter mir auch noch. Okay. Alles klar. Okay, bleibt die Frage. Was habe ich denn hier vor? Ich will eigentlich da oben rauf. Es tut soweit auch erstmal nicht weh. Wenn ich mich hier ein bisschen clever durchschleiche. Tja, Betonung lag auf clever. Das geht doch nicht. Hab ihm keine Falle. Du bist am Ende. Wie bitte? Oh. Alter, was hast du denn vor? Darum ging es hier aber. Das Saphirgrün, das Himmelblau und das Türkis als Sterne. Der Schleier um seine Augen ist gelüftet. Der Gerissene muss sich am eigenen Schweif laben. Okay. Munition ist voll, das ist interessant, hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, da haben wir auch alles voll. So, ein Schatz geplündert und ein bisschen was anderes. Okay, den kriegen wir vielleicht vom Vorsprung. So nicht. Alter, so auch nicht. Ah, das war ja schlau. Richtig schlau. Was machst du denn da? Komm da raus. Ja, mach ich. Noch? Alter! Okay. Ey, Supremo hat mich fast gechillt, ey. So. So, ihr Doofies. So, muss los, ich muss los. Tschüssi, ich hab keine Zeit. Der Wind wird stärker. Nicht gut.
So. Ich wollte ja eigentlich nur durch. So. Wenn wir das haben. Okay, nehme ich das auch noch mit. Da kommt ein Sandsturm. Ja, ist doch nicht so schlimm. Die haben wir noch nicht geklärt. Was fehlt denn da noch? Nee, doch, ist eigentlich fertig, ne? 2, 2, 1, alles gut. So, wir müssen sie zurückbringen, hoffe ich, oder? Müssen wir sie nicht zu ihr zurückbringen? Moment. Junge, Junge, was ist denn hier los? Mal kurz gucken. Pferdchen? Oh, Pferdchen hat den einfach mal krass durch den Zaun. Okay, kann man machen. Jetzt nur nicht verlaufen. Ja. So, wenn man hier jetzt so was lesen kann, dann gehe ich da noch mal kurz hin, oder? Hallo. Hallo. Kannst kaum stehen. So. Wir müssen das entfernen. Das ist brennbar. Ja, wenn das brennbar ist. Ja, Hay hat keine Zeit. Hay muss hier was lesen. Moment. So. Und Hay will hier noch was einsammeln. Und dann haut Hay auch schon wieder ab. In der Theorie zumindest. So. Und raus, Pferdchen. Tschüss. So, wir wollen ja eigentlich... Achso, was ist denn hier los? Sterb gefälligst. Warum denn? Wow. Geht's noch? Nicht gut, nicht gut, da brennt es. Brennen mag ich auch nicht. Ja, Hundefutter. Okay. Wer feuert hier so rum? Alter, es brennt hier alles. Das Ding lohnt sich mal wieder, sehr schön. Der Wind frischt auf und nimmt den Sand mit. Dann sollten wir da mal hingehen, wa? Mal kurz gucken, was können wir hier auftunen. Das ist interessant.
That's it, ne? Okay. Nochmal. Das hätten wir jetzt alles, ne? Ich glaube, ich nehme jetzt ein Pferdchen und dann ist gut. Hat sich festgezickt. Okay. Tja, das wird nicht einfach. Ist schon eine schwere Station hier. Also da müssen wir eben ein bisschen ausbaldowern, würde ich sagen. Geheimer Geheimeingang, das ist schon mal nicht so schlecht. Ist gefangen, ist gefangen, ist gefangen. Und die sind doch wahrscheinlich auch irgendwie bewacht. Boah, okay. Ist hier nur noch mal rüberfliegen, oder? Genau, wollte gerade sagen, gibt es doch garantiert irgendwie Hauptmänner und so weiter. War klar. So, ansonsten haben wir alles, ne? Müssen wir ein bisschen reinsneaken. Anders geht das nicht. Viel zu viele. Wow, guckt euch die Bude an. Na gut, also wir versuchen hier mal durch den geheimen Geheimeingang reinzukommen. Hier schießen Sie zuerst und fragen dann. So, das hier ist der geheime Geheimeingang. Was machst du? Oh, yeah. Nice. Was ist hier los? Fledermaus-Alarm. Das sind die Bars der Menschen, die bei Ramses Schlachten gefangen wurden. Wow. Sind wir da durch eben? Hier raus. Was haben die hier gemacht? Also da käme ich hoch, aber hilft ja erstmal nichts. Alle draufgegangen, ne? Alle gekillt worden. Alter, was ist denn hier los gewesen? Okay. So, jede Wette, wenn ich jetzt hier drunter slide, dann geht's gleich ab. Oh, die sehen mich? Nee. Hier rauskommt tue ich auf jeden Fall nicht. So, das heißt, ich gehe hier rauf.
So, wir wollen da hinten eigentlich hin. Und die Leute befreien. Das ist Number One, ne? Cheep, cheep. Gnadenvoll ist er. Seine Hemmschutz ist frei. Sie fällt vom Firmament in den Sand. Du warst siegreich und hast jedes Atom mit deiner Schönheit erfüllt. Umfasse den Himmel. Ah, er hier sieht mich. Okay. Die Erde, alle in deinen Armen. So, jetzt noch da hinten und da ist auch noch ein Chef. Chefe. Was ist hier passiert, ey? So, da sind wir vorhin rein. Oh. Kaputt. Alter. Sterb gefälligst. Was ist denn mit dir los? Er auch noch. Dieser Wind. Ein Sturm kommt auf. So, es waren aber vier, ne? So, wo ist denn der vierte? Da hinten. Oh! Überall Feuer, scheiße. So, wo ist denn jetzt das Vögelchen? Hier unten drin oder was? Hier, jo. Was? Alarm! Was da? Alarm! So, Vögelchen wird erstmal freigegeben. Oh, vorne rum. Knochen des Erdgottes beben. Die zwei Türen des Horizonts stehen offen. Ihre Riegel weichen und zeigen ihn auf seinem unerschütterlichen Thron. So, dann. Ach so, wollen wir da. Warte mal, hier gab es noch Schätzchen. Lass mich kurz gucken, worum geht's denn hier nochmal. Das ist... Es fehlt nur noch der Schatz. Also das mache ich kurz. Mann. Ich habe jetzt keine Zeit für dich. Unten drin irgendwie. Hier durch, oder? Ja.
Okay, und in diese Richtung. Jetzt mal schauen. Der Wind peitscht den Sand vor sich her. Das Gesicht des Gottes ist offen, enthüllt. Oh. Bringer des Friedens, Held von Kadesh, zeig dich mir! Ich gebe dir Frieden! Oh oh. Alter, geh mal weg hier. Meine Güte. So, jetzt ist natürlich das Problem, dass ich eigentlich Bossfight gar nicht wollte. Okay, bewährte Taktik. Pfeilchen sammeln, Fernkampf. Hier gibt es so viele Pfeile, da weiß man gar nicht, was wirklich realer Pfeil ist und was nicht. Alter, wo rennst du denn hin? Ah, so war ja nicht. Mitten im Sandsturm. So, ich sehe gar nichts. Ich glaube, der gute Ramses sieht mehr als ich. Ja. Ja, ja. Okay, keine Munition ist schlecht. Oh. Blöde. Ah, bescheuert. Anderen vorbeigeballert. Okay, komm.
So, das ist eigentlich ganz, läuft eigentlich ganz gut, ne, mit Ramses. Oh, noch mehr Sandsturm, Leute. Also er scheint mich ja ganz gut zu sehen, ne? Ich sehe ihn ja mal gar nicht. Weißt du was, jetzt ist aber mal Schluss. Oh, da kommt er. Fallchen sein. Komm. So, mein Freundchen. Reh möge dir die Ewigkeit mit deinen Liebsten gewähren, Bayek. Solche Größe. Aber hat er das alleine geschafft? Man weiß es ehrlich gesagt nicht. So, hier soll es noch crazy Schätze geben. Was für Schätze? Okay. Noch ein Schätzchen. Okay, einen hatte ich schon, oder was? Ich weiß es gar nicht. 0 von 3, also ich habe jetzt noch gar nichts, brauche noch einen anderen. Wo ist der andere? Da ist einer, das ist wohl klar. Achso, und da? Hm. Wieso das? Wow. Zwei von drei, so. Also ich sehe aber hier nur... Oh. Nö. So, wer sieht hier noch was? Ich nicht. Da hinten. Okay, aber ein bisschen bewacht von crazy Hündchen. Komm her.
So, irgendwelche Schakale oder was sind das? Wow. Ne, Hyänen, ne? Hyänen mag ich nicht. Die sollen aber sehr nett sein, Hyänen eigentlich. Also sehr... Wenn man sich mit denen anfreunden kann. Aber ich finde, die sind super hässlich. Auch nicht so der Kuschelfaktor irgendwie. So, okay, das war das. Dieser Wind. Ein Sturm kommt auf. So ist das mit dem Wind. Okay, das haben wir. Ach, ihr schon wieder. Gut. Ein Sturm kommt auf. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier auch wegkommen. Ist für mich die Frage, Quest oder Türmchen? Türmchen. Finden wir den überhaupt in dem Sturm? Jo. Ne, da oben rauf. Nun gut. Vielleicht von der anderen Seite, ne? Das ist vielleicht besser. Oh. Hier so, rauf. Cheep, cheep. Schön am Ohr hochgekrabbelt. So, da hinten müssen wir hin, ne? Hallo, ich muss da rüber. Na komm. Na komm. Auf der Nase, oder was ist das hier? Naja, nicht die Nase. So, Weltkarte aktualisiert. Jetzt müssen wir mal gucken, ob es wirklich was Aktualisiertes gibt, was ich noch nicht habe. Eigentlich nicht. So, das haben wir gefunden. Hier könnten wir das Ding noch eben lesen. Da drüben sind auch noch zwei. Das sollten wir schon noch machen, oder? Ich glaube, das ist relativ... wichtig. Und so groß ist die Map ja nicht. Alter, was für ein Sprung. So. Hü-hüpf. Oh, komm, fertig. Jo. So, ich hoffe, das geht relativ zügig. Ja gut, Alter. So, sagt mir mal kurz, wo dieses Ding ist. Ah, vorbeigeworfen.
Okay, so, das war das Ding. Lass uns mal gucken jetzt zu, was wo das nächste war. Das da ist auch relativ nah dran. Was stimmt denn mit euch eigentlich nicht? Also, ich habe keine Zeit. Keine Zeit zum Sterben, ich muss hier los. Alter, übelster Sandsturm. Wahrscheinlich reite ich jetzt voll in so einen Berg rein, genau. Okay, noch so eine Art Festung. Ich versuche das einfach zu finden. Ohne hier groß anzuecken. Senu. Oh, 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 oh. Okay, ganz auf der anderen Seite. Okay. Ist natürlich blöd. Geht nicht? Schon, ne? So, okay. Haben wir auch? So, jetzt ist die Frage, das andere Ding ist da. Au, 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 au. Oh, Alter. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Naja, sollten halt besser reiten. So, 100. Das ist auch hier noch drin. Ich dachte, da wären wir schon drin gewesen. Ah, wow, genau. Wow. Alter, wer hat denn hier das Holz hingetan? Ja, verstehe. Ich will nur mal kurz durch, ihr nervt mich leicht. Du bist am Ende. Ja, ich bin am Ende. Allerdings. So, ich wollte eigentlich wissen, wo diese Tafel ist. Ich fessel dich. Was? Oh! Wer sieht denn die Tafel? Ja, ich weiß, wie immer. Feuer gefangen. Ups. So, die brennen alle irgendwie. Oh. So, wer kann mir jetzt sagen, wo das Ding ist? Da kommt ein Sandsturm. Ich sterbe gerne. Wo bist du denn? Du erzählst dich! Okay, das war das. Und ich glaube, das war auch das Letzte, was wir hier machen wollten, ne? Oder was hier noch so anliegt, Schätzchen, brauche ich nicht. Da ist noch ein Quest. Quest können wir uns mal eben anschauen, aber ich wollte eigentlich nicht unbedingt noch einen machen, aber gut. Wer sieht mein Pferdchen? Ferdi? Ferdi hat sich da oben festgezickt, ne? Ist das so? Ne, Ferdi steht da hinten. Kommt da. Okay, gut. Oh, ein bisschen Feuer gemacht. Tschüssi. Oh, hey.
So, wer steht denn hier ganz alleine? Er ist erst zufrieden, wenn ich mich opfere. Kann ich in seinen Augen jemals ein Mann sein? Klar, warte mal. Wie kann ich hoffen, diese Biester zu besiegen? Vater kann mir viel befehlen, aber ich bin kein Krieger. Dein Vater will, dass du Skorpione jagst, Junge? Junge? Noch einer, der mich bevormunden will? Oh oh. Vergib mir. Ich bin es leid, es ihm erklären zu müssen. Er und seine Prüfungen. Ich will nicht seinen Weg gehen, Neb. Bayek. Du willst für dich selbst entscheiden. Erzähl von der Zeremonie, für die du dein Leben riskierst. Er glaubt, dass sie mich zum Mann macht. Dass ich lerne, Verantwortung zu tragen. Ihm geht es um Symbole. Stärke, Geborgenheit und Macht. Er guckt dir deinen Haarschnitt an, Junge. Ammärchen. Aber du willst dich ihm nicht widersetzen. Auch wenn du dich dafür opferst. Vielleicht könnte ich es für dich tun. Und was wäre ich dann? Ein Feigling? Ein Versager? Ah, klug. Solche Prüfungen sind nicht das Einzige, das dich zum Mann macht. Das würde ich meinen Sohn lehren. Bei Rehs Licht, du hast recht, Bayek. Ich warte nördlich von hier auf dich. Oh, okay. Skorpione, wo sind die denn? Da unten. Okay. Wie viel brauchen wir denn? Wo ist er? Da hinten. Kaputt. Okay. Wo ist er denn jetzt? Abgehauen oder was? Ach, wir brauchen mehrere, oder ist das... ach, da war. Okay. Zugeschaut. Geschafft? Du hast das Blut? War es furchterregend? Im Absolut. Kampf gegen einen schrecklichen Feind, nicht wissend, ob du lebst oder stirbst? Ja, ja. Oh, du bist sehr wortgewandt. Findest du? Ich würde so gerne Schreiber werden. Weiß dein Vater davon? Der mächtige Krieger? Wäre es keine Schande, einen Schreiber als Erben zu haben? Er wünscht sich sicher vor allem einen guten Sohn. Wie lautet die nächste Prüfung? Das Symbol der Geborgenheit. Wir müssen ein Ankh aus den Höhlen der Tapferen stehlen. Kann bitte man nicht. Die Toten schänden, wenn man im Reich der Toten ist? Ich komme wieder, sobald ich es habe. Und die letzte Prüfung nenne ich dir am anderen Ende der Höhlen. Ja, krass. Was braucht er? Da muss ich jetzt eben noch hinreiten. Leute, ich wollte doch jetzt mal ein Päuschen machen. Aber was mache ich eben noch? Dauert dann halt diesmal ein bisschen länger, aber... Dann haben wir die Map hier auch fertig. Der Tapferin, dann gucken wir mal. Jo, das ist die Höhle der Tapferin. Mal gucken. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Ja. Wer weiß, ob es hier sicher ist. Der Husten? Oh. Das ist schon mal gut.
Wow. Nicht schlecht. Wird stärker. Nicht gut. Okay, kaputt. So, was brauchen wir hier? Hier müssen wir durch, okay. Wow, was ist denn hier alles los? Ein altes Symbol des Lebens und des Schutzes. Alter Schwede. Sednas Vater will ihm zeigen, was es heißt, ein Mann zu sein, die in seiner Obhut zu beschützen. Na komm. Okay, das ist in Ordnung. Wir hauen hier erstmal ab wieder. Haben wir jetzt keine Zeit. Alarm, okay. Ja, rechts, richtig. Oh, falscher Bogen. Nee, es war der richtige. Ich wollte hier eigentlich nur mal reinschauen. So, jetzt habe ich mir schon wieder den Hintern verbrannt. Nee, doch nicht. Sehr gut. Puh, so. Was ist los? Erzähl. So ein kleines Ding? Mhm. War es schwer, es zu bekommen? Haben die Geister der Gefallenen geschrien und gekreischt? Ihre eisigen Finger um deinen Hals gelegt? Ah, du hast eine lebhafte Fantasie. Das ist sowohl Gnade als auch Fluch. Hm. Was passiert nach den Prüfungen? Ich stelle mich meinem Vater. Glaubst du, er wird mir zuhören? Sei stark und stolz. Er wird dich hören. Als letztes soll ich den Königsbart des Pharaos im großen Sandsee stehlen. Es soll aus dem Sand herausragen. Das Symbol der Macht ist der Bart? Ein Junge ist kein Junge mehr mit Haaren am Kinn. Ich treffe dich im Allerheiligsten von Hasiesse. Ja, dann. Pferdchen. So, wenn man weiß wahrscheinlich, dass das ein Bart ist, dann findet man das auch. Alter Schwede, ist ganz schön weit. Okay, 200 noch. Und der ragt aus dem Sand. Da bin ich ja mal sehr gespannt. Na, hey. Aus dem Sand ragt. Sehr interessant, das alles zu scannen, aber es geht doch darum. Aha. Ja.
Stärke eines Mannes liegt. Doch, weiß ich mal. Haben die Wächter des Schakals den Königsbart? Ich dachte, es wäre jetzt eine kleine, schnelle Nummer. Das ist ja wohl mal eben nicht. Junge, 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 Junge. Jetzt muss ja auch noch reinkrabbeln da unten. Was will Sednas Vater mit diesem Plunder? Tja, man weiß es nicht. Vielleicht will es auch gar nicht sein Vater und der veräppelt uns hier mal ganz gewaltig. Ich muss mal kurz hier absteigen. Weil da drin ist dunkel. Okay. Bisschen Strange, oder? So, was ist hier los? Vogel. Der Wind peitscht den Sand vor sich her und nimmt den Sand mit. Großer Ramses, Bewahrer der Harmonie und des Gleichgewichts. Mein Vater, deine Prüfungen sind bewältigt. Dein Wille erfüllt. Aber ich werde dir nicht folgen. Ich gehe meinen eigenen Weg. Ich werde Friseur. Oh oh. Dann geh mit Re, mein Sohn. Du bist nicht der Löwe, der eine Armee von Schafen führt, Bayek. Aber ihr Schicksal wird in den Flammen geschmiedet, die du entzündet hast. Möge dir das Frieden bringen. Leute, Leute, das war jetzt mal schön eine Stunde. Das muss jetzt dann aber mal reichen. Mehr gibt's dann beim nächsten Mal, okay? Also, bis denne. Ciao.